Mit der Sprühdrohne T16 präsentiert Remote Vision von DJI die neueste Sprühdrohne mit 16 Liter Tankkapazität. Sie kommt als Schwestermodell zur MG-Serie, das bedeutet MG1P, bleibt bestehen. Als größere Alternative kommt der T16 auf den Markt. Aufgebaut ist das Gerät ebenfalls im Klappdesign, damit passt die Drohne bequem in einen PKW. Der Aufbau im Feld verläuft speditiv, mit Überwurfmuttern werden die 6 Arme gesichert. Angetrieben wird die Drohne von 6 Motoren mit 33 Zoll Carbon-Propeller. Die Akkus sind ebenfalls neu designt und werden von oben eingeschoben. Mit dem 6-fach-Multilader geht die Schnellladung im Feld speditiv. Allerdings wird ein 3 Kilowatt Generator benötigt. Im Flug beeindruckt die Drohne durch einen schönen Ton und die große Sprühleistung mit 4 Sprühpumpen. So können im Flachland bis zu 2 Hektaren pro Stunde gesprüht werden. Die Einprogrammierung der Felder erfolgt wie gewohnt von der MG-Serie. Die Drohne fliegt mit RTK-GPS. Das Sprühresultat mit den 15er T-Jet-Düsen ist ähnlich wie bei der MG-1. Es sind feine Tropfen, die im Luftstrom gut verwirbelt auf die Blätter treffen. Für Start und Landung wird allerdings etwas mehr Platz benötigt, da die Drohne größer ist. Die automatischen Sprühfunktionen wie Feldeinmessung, Feldbefliegung sind gewohnt wie von der MG-1. Alles funktioniert automatisch. Das Bodenradar ist unten angebracht und hat dieselben Funktionen, nämlich Bodenabstandsmessung und Hinderniswarnung. Gute Einsatzbereiche für die Drohne sind Kulturen im Flachland, wo die MG-1 eher in Steillagen eingesetzt werden kann, können mit der T16 auch große, flache Kulturen gesprüht werden. Möglich ist auch der Betrieb im Schwarm, das heißt mehrere T16 können gleichzeitig miteinander eine Kultur sprühen, ohne Kollisionen zu riskieren. Weitere Details gibt's bei Remote Vision.